Hallo Kampfverprobte Community und ich begrüße auch die Hobbygeneräle unter euch zu einer neuen Runde XCOM 2 Long War of the Chosen. Ich freue mich jetzt riesig, dass ihr dabei seid und hier reinschaut, denn heute müssen wir in dieser Operation unsere Agenten rausholen und das gestaltet sich tatsächlich als etwas schwieriger wie angenommen. Dazu komme ich aber gleich. Ich möchte jetzt hier mal an der Stelle ein ganz kleines bisschen Werbung für mein Projekt machen. Wenn euch die Folgen gefallen, wenn euch Spannung garantiert ist und ihr auch nicht genug davon bekommen könnt, dann würde ich euch herzlich bitten, lasst gerne ein Like da und ein Abo. So verpasst ihr auch die nächsten Folgen nicht. Übrigens ein bis zweimal pro Woche zocken wir auf jeden Fall XCOM 2 Long War of the Chosen. Und auf dem Zweitkanal läuft gerade eben oder ist angelaufen mein Langzeitprojekt XCOM 1 Long War in der Version 1.1. Wenn da Interesse besteht, gerne auch den Zweitkanal abonnieren für die neuen Folgen. Und da habe ich auch schon die ein oder andere wieder mit aufgenommen. Okay, jetzt geht's hier rein in die Operation. Wir haben hier unten, das sind hier unsere drei aktuellen Agenten, die wurden leider von Edwin entdeckt, aber wir haben hier einen Vorteil und zwar, das ist hier die Fortis Magi. Die wird auch immer unterschätzt, diese Klasse, weil die kann sich eigentlich so gar nicht wehren. Schaut mal, die kann sich aber wehren und zwar im Nahkampf. Warum? Wir müssen hier sehr, sehr weit rangehen an den Gegner und dann können wir hier gucken, dass wir die hier irgendwie ausschalten. Das möchte ich euch jetzt folgendermaßen zeigen. Wenn wir hier mit Phoenix direkt in den Nahkampf gehen, dann kann der hier, ne, mit Ares Charade kann der hier eine Attacke ausführen, die zwei Einheiten trifft. Nicht nur eine, sondern mit 8 bis 13 Schaden zwei. Passt mal auf. Und das verbraucht genau einen Fokuspunkt. Bam! X-ray neutralized. Der hat sogar noch Momentum am Start. Das heißt, sobald er einen umgelegt hat, dann kriegt er hier noch Momentum. Müssen wir mal schauen, ne? Hier. Triggert Momentum und erhalte nach erfolgreichem Kill von einem, erhalte dann die Möglichkeit, dich auch nochmal zu bewegen. Das nächste Problem ist, dass wir hier oben eine Gruppe sehen, beziehungsweise einen Edwin Mac. Wo die anderen Einheiten sind, weiß ich nicht. Und irgendwo ist auch noch ein Pack unterwegs. Also ihr seht schon, die Gegner, die werden immer, immer stärker. Ich würde jetzt nur schauen, dass wir halt hier nicht irgendwie... Bin mal gespannt, ob wir hier erkannt werden. Nein, okay, tatsächlich. Wow, 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 wow. Okay, das habe ich mir gedacht. So, du bleibst bitte genau hier stehen. Gar nicht rummachen. Du gehst bitte hier rum. Oh, jetzt sehen wir drei. Oh, das ist dieser Hunter. Das ist dieser Muton Hunter. Ne? Unerbittlich. Wenn du ein oder mehrere Kills in einer Runde erzählst, da hättest du einen zusätzlichen Zug. Der hat das Muton Run Hunter Rival. Guck mal. Zerfetzen 99. Also der macht unsere Rüstung so oder so runter. Ein Schuss, Rüstung weg. Wir gehen hier rein in den Feuerschutz. Wachsamkeit liegt mir im Blut. So, und dann müssen wir mal mit den anderen Einheiten schauen. Guck mal, ne, hier werden wir sofort erkannt. Wie weit kannst du mit deinen Splitties feuern? Du kannst nicht ganz so weit feuern. Und wir werden halt sofort erkannt. Ne? Also du müsstest erstmal hierher. Irgendwie. Hier wirst du dann auch... Ja, guter Mutter ist noch unterwegs, ne? Außenrum funktioniert nicht mit den Granaten. Hier wirst du auch erkannt, aber hier noch nicht. Also hier überall. Also das... Ja. Komm. Suchen wir uns mal die Nähe zu den Gegnern. So, was hätten wir hier? Hier hätten wir die MOD, Cleopé. Wie soll ich denn das sagen? Wir schauen jetzt... Da werden wir erkannt. Da werden wir allerdings nicht erkannt. Ach, weil wir hier hinter einem Hügel sitzen. Hier werden wir wieder erkannt. Okay, passt da auf hier rein. Das ist ja unsere erste Scharmützler-Klasse. Hat ja auch schon das Kaliber 13 Kurzgewehr am Start. Hat halt nicht so eine gute Reichweite, aber immerhin. Da will man nicht meckern. So. Das war's, meine Lieben. Das war's. Jetzt würde ich hier Folgendes machen. Mit den Einheiten würde ich versuchen, zu meiner Gruppe dort oben aufzuschließen. Das heißt, wir müssen uns ein Stück zurückbewegen. Jetzt weiß ich aber halt gerade auch nicht, wie weit. Hierher, oder? Hättest du ja. Also wenn wir hier zurücklaufen, hätten wir den Mac noch im Visier. Sogar noch mit einem Huni. Okay, komm. Machen wir das. X-ray neutralized. Okay. Nee, du bist noch da. Alles cool. Bleib da mal bitte stehen. Und wir laufen jetzt mal, ich wollte schon sagen, wir versuchen uns jetzt mal zu unseren Leuten durchzuschlagen, oder? Die Überwachung läuft. So, und du hast auch nur noch, dann gehst du am besten hinter das Auto, hä? Irgendwo hier hinter oder hierher. Ich meine, dann könnten wir auch hier hoch. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Wobei, ich weiß nicht, wo der andere Trupp ist. Ich weiß es nicht. Das ist ziemlich gefährlich jetzt, ne?
Also wie es aussieht hier hinten, ist auch kompletter schattierter Bereich. Also wenn, dann würde ich maximal, ich würde dann hierher gehen wollen. Oder hinter das Auto, weil sollten hier hinten Truppen kommen und die dann langsam auf uns zulaufen, dann würde ich gerne schon noch den Nahkampf nutzen, ne, von unserem Phoenix. Also, ab hierher, ab in das Auto und dann schauen wir mal. Ich hab's doch gewusst. Okay, nein, wir beenden die Runde. Das ist das spannend, unglaublich. So, die kommen. Okay, das war nochmal ein Treffer auf den Mac. Die haben uns erkannt. Hallo. So, dann lauf mal, Freunde. Sehr geil. Oh, klasse Treffer, schön. Und der Edwin-Soldat, wo läuft denn der hin? Das ging leider daneben. Der Frostpriester und der Edwin Mac, die sind hier unterwegs. Also die gehen uns erstmal noch nichts an. Das ist schon mal gut. Wenn wir hier feuern würden, würden wir allerdings nur ihn treffen. Alles klar. Du stehst so weit hinten. Ah, wir müssten halt den Gast ausschalten. Ne, jo. Der Mac muss weg. Okay, sehen wir den Mac hier? Nein, wir sehen den Mac hier leider nicht. Du könntest hier hinten auslösen. Was ist mit dir? Könntest du deine Splitty wenigstens da hochwerfen? Ja, könntest du. Das wäre geil. Splitty können wir hochwerfen. Was hätten wir noch? Reach out with your mind. Hier hätten wir noch Mansana. Das können wir reparieren. Transmit. Ja, nee, dann machen wir es so. Okay. Kommt die Splitty auf den Mac drauf. Bam. Sehr schön. Wir haben nämlich schon mal keinen Feuerschutz mehr. Aber warum der jetzt hier noch Feuerschutz kann, das verstehe ich beim besten Willen nicht. Aber gut, der kann halt richtig gut schießen, ne? Wir bräuchten halt eine Blender. Ich würde gerne mit dem Flammenwerfer hier arbeiten wollen. Und dann uns halt auf den Mac konzentrieren. Das wäre schon eine Aufgabe. Aber solange wir hier dem keinen Treffer einschenken können. Okay, passt auf. Ich habe jetzt folgenden Plan. Blender rein, Freunde sein. So, komm, dann blenden wir die einmal. Gut. Das war's dann schon. Dann könnten wir noch eine Granate hoch zu dem Mac werfen. Der wäre dann höchstwahrscheinlich wäre der Geschichte. Ich muss euch aber ehrlich gestehen, lieber... Oder wir schießen. 87% auf den Soldaten. Ja, passt auf. Ich würde jetzt folgendes probieren. Ja, komm, geh mal ran. Den Blaster aktivieren und dann hier mal komplett einnebeln, die Freunde. Einmal komplett. Jawohl! Oh nein, das ist die Beute zerstört. Ah, wie fies sind denn das, hä? Okay, das ist echt fies. Das hätte ich nicht gedacht. Warum die Beute zerstört mit dem Flammenwerfer? So, 75. Dann hätten wir wahrscheinlich noch die Pistol Whip. Na, da können wir hier hinten rangehen und könnten den noch, ja, die könnten wir schon noch treffen. Legshot. Da könnten wir die gegnerische Reichweite reduzieren. Macht aber halt nicht mehr so viel Schaden, ne? Trickshot, 1 bis, nee, das bringt alles nichts. Komm, wir probieren es mit 75. Einmal rein. Oder halt, ne, wisst ihr was? Hier oben, ah, der Mac ist ja noch da. Das ist ja jetzt so ein Problem hier. Den treffen wir halt von unten auch nicht, ne? Weil ich glaube, der Mac ist eigentlich, der ist einfach nur zu weit weg. Wir können aber folgendes machen. Sturm und Schuss. Also der könnte zur Not bis hier hoch. Ich weiß aber nicht, ob der den Mac schon sieht. Beim besten Willen nicht. Heading out. So, komm, laufen wir erstmal hierher. Okay. Ach so. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist okay. Okay, der Soldat geht da hoch, der Mac geht hierher. Dann müssten wir halt, ich weiß nicht, ob das reicht, in den Nahkampf reingehen. Halt uns hier herstellen oder so. Die stehen jetzt halt extrem weit zueinander weg. Behaupte ich jetzt mal. Und das ist wirklich nur ein Feld. Wir könnten jetzt folgendes, ja. Also der ist schon mal derbe getroffen, das ist schon mal okay.
So, könntest du zur Not auch noch einen aus dem Ärmel kitzeln. Könntest auch noch Sturm und Schuss machen. Könnte man maximal hierher laufen. Und dann zumindest mal einen von den beiden mal gucken, ob wir die irgendwie ausschalten können. Oder zumindest mal schauen. So, ne, Sturm und Schuss hierher. Hier siehst du gar niemand mehr. Wir müssen halt hier in die Deckung rein. Ganz klar. Moin! 71 und 100. Ah, das macht schon Spaß. Das Problem ist halt eine einfache Pistole. Es ist halt nach wie vor eine einfache Pistole. Get an additional action point. Ja, für Fokus. Klar, ist das geil, aber mit dem Fokus können wir hier leider nichts anstellen. Ja, wir haben zu... Pass auf, wir könnten Passion machen. Dann könnten wir könnten Übersteuerung aktivieren. Mal sehen, ob das klappt. So, dann hätten wir ja nochmal ein Plus. Dann laden wir nach. Oh yeah. Dann hätten wir Rapture. 71 oder 100 auf den hier. Und unsere Runde wäre noch nicht durch. Zur Boston, sehr geil. Wir haben noch Übersteuerung am Start. Und dann würde ich gerne nochmal hier hinten auf diesen Frostpriest draufhalten. Sehen, ob das was wird. Ja! Erledigt! Wir haben den gekillt! Wir haben den gekillt! Ich glaube das nicht. Sehr geil. So, passt auf. Dadurch, dass der Mutter und Hunter so ein bisschen angehittet ist, würde ich jetzt Folgendes machen. Die Splitter, die kommt jetzt hier hoch. Da werden wir jetzt den Mech hier ausschalten. Also, gucken wir mal. Wir hätten noch Momentum. Das bringt aber leider nichts mehr hier. Dann hätten wir, was hätten wir noch am Start? Hier unten sind noch zwei Agenten. Hier hätten wir noch einmal die Kanone. Oder wir schießen halt mit der Rakete vor. Das würde auch, das wird bestimmt auch bestimmt Spaß machen. Guck mal. Rakete rein, Freunde sein. Ah, oh, jetzt zieht er ab mit dem Riesenrohr. Alles klar, alles klar. So, und dann hier einmal Takedown, ne? Schaden 5. Ich weiß halt, das ist ein Muton Hunter. Ob der uns... Obwohl, hier steht keine Chance auf... Wir probieren das ran hier. Und bam. Geil, wir haben den gekillt. What did you expect? Wir haben den gekillt. I've got the loot here. Okay, wir sehen auch den Mech hier mit der... Boah, ich glaub's nicht. Komm, hoch. Ja! That's right. Target asset recovered. Ja, ich hab's gesehen. Target asset recovered. So, passt auf. Wir laufen noch ein Stück weiter vor. Denk dran, hier unten ist noch ein Soldat. Wie weit kannst du noch? Du könntest es leider nicht mehr. Du kannst leider... Aber du könntest schauen, dass du... Der Advent-Mac wird uns niemals sehen. Ändere meine Position. Der Advent-Mac wird uns niemals sehen. Aber wir sehen den Soldaten. Und genau den Killer. Ja. Überfallangriff. Meine Waffe ist so gut wie leer. Überfallangriff. Schaffen wir das noch, den Mech irgendwie zu treffen? Aber das hätte ich jetzt nur gefeiert. Ich, ganz ehrlich, das hätte ich jetzt wirklich nur gefeiert. Leider ist es so, dass man den Mech leider nicht blenden kann. Weil Blender wirken nur auf organische Gegner. Das ist halt sehr, sehr schade. Wir könnten die Blender, glaube ich, noch aufwerten im späteren Spielverlauf. Aber, na guck mal, es fehlt hier tatsächlich, glaube ich, nur ein Feld oder so. Mir sehr, sehr schade. Mist. Aber wir gehen hier rein in den Feuerschutz. Wir haben noch eine Runde. Ich lasse niemanden vorbei. Sehr gut. I'm going. Okay, du kannst ja noch doppelt laufen. Na komm, dann lauf auch doppelt. Der Mac, der zieht sowieso Jungen. So. Mit überladen. Ich will das jetzt wissen. Wir laufen hier ran. Ich will das jetzt einfach wissen. Du hast leider kein... Leider nicht. Okay, alles klar. Passt auf. Haben wir jetzt Übersteuerung aktiviert. Jetzt gehen wir ran. Jawohl. Direkt auf den drauf, hä? Ja. Überlegenes Hacken und überlegenes Konditionieren. Das Einzige, was wir tatsächlich nicht bekommen haben, das fällt mir gerade so auf, das Einzige, was wir nicht bekommen haben, das ist von dem einen Soldaten,
den wir so ein bisschen abgeflammt haben. Aber alles andere hätten wir, ne? Alles andere haben wir geschafft. Unglaublich, komm, jetzt sehen wir mal zu, dass wir wirklich hier Füße in die Hand und laufen. Einfach nur raus. Tempo! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Runde... Das ist ja eine geile Truppe gewesen. Okay, Versteigerung bevorstehend. Wie gehen wir vor mit den Versteigerungen? Warten wir hier oben ab. Igeln uns hier oben so ein kleines bisschen ein. Würde ich sogar sagen. Und dann warten wir mal ab, bis die kommen, oder was machen wir? Fassen wir die zumindest mal ab, würde ich vorschlagen. Ja? Ich beeile mich. So, kommt. Also. On the move. Naja, gehen wir mal hier hoch. Du gehst bitte auch dann schleunigst hier hoch. Am besten hier hinten irgendwo mit aufstellen, damit wir hier so viel Feuerkraft auf einer Seite wie möglich zusammenbekommen. Du bitte auch. Einfach mal schon hoch. Dabei. Hier hätten wir ja unseren Neil Perry. Was für ein Agent. Hat richtig Spaß gemacht mit dem. Aber der muss halt in den Nahkampf rein. Der muss halt in den Nahkampf. Der kann sich aber hier nochmal... Der kann sich aber hier nochmal gerne die Psi-Power holen. Sehr geil. Guckt euch das mal an. Der liegt hier so ein bisschen... Der liegt hier einfach so... ich weiß ja, wo der rumliegt. Okay. Rein in Feuerschutz. Du kannst leider nur in Deckung gehen. Dann würde ich sagen, mit der Kanone. Wir müssen dann hier auch hoch. Dann werden wir uns hier aufstellen. Ich hoffe mal nicht, dass wir... Ich hoffe mal nicht, dass die jetzt hier hinten spawnen. An unserem Punkt. Mache meine Waffe bereit. Das ist gut. Wenn du deine Waffe bereit machst, bin ich auch bereit. Okay. Könntest du... Aber auch gerade so kommst du hier hinter, ne? Weil sollte das alles eskalieren, müssen wir irgendwie abhauen. Das müssen wir auch noch so ein bisschen mit einplanen. Ne? So, das war die Runde ist zu Ende, ne? Boah, sehr, sehr geil. Haben wir einen Loot abgegriffen? Unglaublich, hätte ich nicht gedacht. Vor allen Dingen den hier mit der Pistole gekillt. Und da stand einfach dort erledigt, ne? Oder was da dort stand? Mir. Ne. Sie. Genau, mit ihr. Mit ihr haben wir das erledigt. Aber da gab es irgendwie keinen speziellen Skill, so wie ich das irgendwie sehe. Aber gut, das sehen wir dann. Da gucken wir dann nochmal in Ruhe. Gucken wir später nochmal nach. Wir laden nach. Die Verstärkung, die würde ich mal gerne schon nochmal anschauen wollen, mein Lieben. Und da war die Folge jetzt etwas kürzer, dabei machen wir halt die nächste Folge wieder ein bisschen länger. Das ist kein Problem, da bin ich sehr flexibel. Dass wir die jetzt hier so gekillt haben, unglaublich. Geil. So, komm, mach mal weiter. Du bleibst auch hier, würde ich sagen. Ja, gut, hier, komm, auf dem Flammenwerfer ist jetzt nicht so... Das war's, ja? Ich würde sagen, ihn lassen wir noch hier hinterlaufen. Vielleicht haben wir noch hier rein oder so, damit einer noch die hintere Flanke abdeckt. Dann hast du wärst noch da und das war's. Ende. Na, endlich. Kommt ihr mal Verstärkung. Es wird aber auch Zeit. Ich wollte jetzt eigentlich schon gehen. Ja, ja. Dann. Keine Aktionen mehr. Sehr geil. Du hast auch keine. Du kannst leider nur in Deckung gehen. Das tut mir wirklich leid. Du kannst auch nur in Deckung gehen. Du könntest noch overwatchen. Overwatchen, in Deckung und jetzt geht's los. Sie kommen. Ah, okay, die kommen eher ein bisschen weiter unten. Schade. Ja. Sind zwei. Ein Priester und... Ist das ein Schildträger oder was ist das? I've got eyes on Advent Troops. Ein Raketenschütze. Hallo. Okay, das war schon mit dem Raketenschützen. Der hat sich schon verabschiedet. Und der hat sich dann halt auch schon verabschiedet. Okay, das war's schon, meine Lieben. Also das war die erhoffte Verstärkung hier von Advent. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass die Verstärkung so... Also komm, die war eher lasch jetzt. Keine Zeit zu verlieren. Na, aber ja, wie gesagt. Ich weiß gar nicht, ob sie das in der Zwischenzeit gefixt haben, ob wir hier immer noch vor jeder Versteigerung ohne Ende Erfahrungspunkte abgreifen dürfen oder nicht. Weil da gab es ja wirklich mal so einen Spieler, der hat von Anfang an hat er einfach nur auf Versteigerung abgewartet, hat seine Mission so manipuliert, dass er sehr viele Leute mitnehmen konnte. Und dann hat er einfach nur Versteigerung abgewartet und hat mit den Versteigerungen einfach nur hochgelevelt, komplett.
Na, das war's. Raus hier. Just in time. Naja, gut. Oh, jetzt kommt, es wird wieder Geld. Orders confirmed. Moving out. Natürlich. Nee, nee, das Geld, das lassen wir jetzt mal. Ich würde jetzt sagen, alle raus. Eine Versteigerung haben wir gesehen. Das Ding ist makellos zu Ende gegangen. Ohne Ende geil. Alle Mitglieder von Wraith 1 wurden erfolgreich evakuiert. Wir haben 24 Ellerium-Kristalle gefunden und wie gesagt, durch den Makellos-Einsatz haben wir auch noch 2 Bonus-Ability-Points bekommen. Sehr, sehr geil. Und deshalb, meine Lieben, ist auch hier diese verdeckte Mission erfolgreich zu Ende gegangen. Ne? 10 getötet, keinen verletzt, keiner getötet von uns. Sehr, sehr geil. Kämpft mit. Es fehlt noch der Flammenwerfer. Ja gut, der steht hier. Okay, der hat gerade mal abgeschaltet. Sehr schön. Geile Truppe. Hat sehr viel Spaß gemacht. Weiter geht's. Laut Advent-Vertretern konnten die jüngsten Rebellenangriffe außerhalb der Stadtzentren Advents Fortschritte bei laufenden Entwicklungs- und Sozialprojekten nicht aufhalten. 100% Trefferquote. Die Zahl der freiwilligen Zuwanderer ist so hoch wie wir haben nicht Jahren. Einmal daneben geschossen, mein Lieben. 100% Trefferquote. Sehr, sehr geil. So, haben wir denn... Gibt es für uns keinen anderen Weg. Okay, unseren Flammenwerfer haben wir so ein bisschen... haben wir eine Beförderung abgegriffen. Accurate Reaction. OB Reaction Fire bei 15 Punkte. Das ist eigentlich nur, wie soll ich das sagen, Genauigkeit. 15 Punkte erhöht. Volltreffer. Ja. Das muss. So, und jetzt haben wir einen Speedloader bekommen. Was macht der Speedloader? Der Speedloader lädt die Waffe nach, sobald wir alle beide Punkte in Bewegung einsetzen. Schaut mal, Reload Automatic, Reload Automatically when Dashing. Das ist tatsächlich so. Das heißt, wenn man alle beide Punkte nicht nur den Blue Move ausgibt, sondern auch wirklich den Second Move, dann laden wir automatisch unsere Waffen nach. Also richtig geil. Jetzt kann man sich das nochmal taktisch noch ein ganz kleines bisschen besser anpassen, wie zum Beispiel, ich würde mal sagen, einen Sniper, der sich ganz hinten im Feld bei uns befindet und der dann sagt, ich habe sowieso keine Munition mehr, eine ganz, ganz schlechte Sicht. Ich muss sowieso erstmal meine Position wechseln. Das heißt, entweder links oder rechts. Und da könnte mit einem Double Move, kann der hier sogar einmal nachladen. Das heißt, einen Zug könnten wir uns damit tatsächlich sparen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Ja, wir haben nicht genug Soldaten für einen vollständigen Trupp. Rekrutieren Sie bitte umgehend neue Einheiten, um unsere Truppen zu vergrößern. Das Problem ist halt, wir haben zurzeit keine Truppen, um irgendwie andere Leute. Gegen die Ältesten sind wir immer siegreich. Aber das Schöne ist dran, Kampfbereitschaft haben wir abgeschlossen. 17 Fähigkeitspunkte haben wir ergattert, meine Lieben. Wir gehen rein und gucken mal, ob wir noch eine neue Operation haben dürfen. Hier gibt es jetzt Jagd auf auserwählten Attentäterin Teil 1. Das ist ja die, die wir schon kennengelernt haben, die übelst böse Dame. Hier zum Beispiel könnten wir Rebellen rekrutieren. Das wäre auch geil. Das wäre Widerstandspersonal. Ich würde sagen, bevor wir hier Jagd auf die auserwählten Attentäterin machen, würde ich sagen, wir rekrutieren Rebellen. Ganz, ganz wichtig. Gehen wir rein. Fortis Magi muss mit, ganz klar. Dann hat wir hier den, ich weiß gar nicht, ich glaube den Kaplan, nee, den hat man nicht mit. Den hat man nicht mit. Den Pharmazist hat man. Den Akimbo, den hat man auf jeden Fall mit. Und hier auch die dritte Puella Magi-Klasse. Na, den hat man, glaube ich, auch mit. Ja, Rapture, auf jeden Fall. Also, die drei machen einen super Job als verdecktes Personal, als verdeckter Ermittler, als verdeckte Agenten. Und ich denke mal, auch mit den drei wieder an der Hand werden wir hier dementsprechend unser Widerstandspersonal aufstocken können. Meine Lieben, los geht's. Raus hier. Wir erledigen das. Keine Sorge, Commander. Ich wollte gerade sagen, hoch damit und raus mit ihnen. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Entschuldigt bitte kurz, bevor wir wieder raus auf die Karte gehen. Ne, wir stellen hier die fortschrittlichen... Hallo, Commander. Wir stehen hier die Fortschritte voran, aber es wird noch etwas dauern, bis meine Forschungen abgeschlossen sind. Es ist alles cool. Wir können es leider nicht nochmal anwählen, oder wie das war. Ja, okay. Hier eine aktuelle Forschung. In 11 Tagen sind dann die fortschrittlichen Laserwaffen am Start. Was kann ich für Sie tun, Commander? Gehen wir nochmal schnell rein in den Fertigungsbereich.
Und wir haben 3 Lasergewehre zurzeit am Start. Ein Kurzgewehr, der Laser, ein Pionihider. Ah, das heißt, mit dem nächsten Trupp schauen wir auch nochmal. Wir haben noch 400 Vorräte, dass wir uns vielleicht noch die ein oder andere Laserwaffe gönnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da wird man halt unsere Kampfkraft auch verstärken. Und ich würde dann schon sagen, dass wenn wir mit den Laserwaffen fertig sind, wir dann dort kurz einen Cut machen, kurz einen Break machen und wir kümmern uns als nächstes wieder um Rüstung. Okay, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen mehr Rüstwert, wir brauchen mehr ablative Trefferpunkte und so weiter und so fort. Weil klar, Angriff ist die beste Verteidigung, aber ohne Rüstung, es wird nicht besser hier, das Spiel, das garantiere ich euch. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir gucken uns draußen nochmal schnell um. Ah, soweit sind wir jetzt gekommen, das hier waren die Agenten. Hier sind wir dann soweit, dann müssen wir mal schauen, wir sind Hauptquartierangriff 27% vorwärts gekommen. Wir haben noch den Community-Trupp am Start mit einem Raubzug, da müssen wir aber noch ein Stück warten, ne? Den Trupp könnten wir uns ansehen, das sind 7 Leute. Haben wir noch den Krabbers dabei, unseren Raider, dann haben wir hier noch einen Warhorse dabei, also Paladin. Sind wirklich Leute, die hier schon noch ein bisschen Remi-Demi machen können, wenn es denn gefragt ist. Haben wir aber auch noch unter anderem einen Agent dabei, Infanterie, Valkyrie, die auch ohne Granaten dementsprechend agieren können. Weil denkt bitte dran, in dieser Region sind die Verlorenen unterwegs und die Verlorenen werden angezogen durch sehr, sehr laute Knalle, durch Schüsse, durch Angriffe und vor allen Dingen durch heftige Explosionen. Und das verursachen selbstverständlich Raketen und Granaten. Aber das alles in den nächsten Folgen, meine Lieben. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr hier auch in der nächsten Folge XCOM 2 Long War of the Chosen mit dabei seid. Wie gesagt, für XCOM 1 Long War gerne auch den Zweitkanal abonnieren. Da verpasst ihr auch dann die nächsten Folgen davon auch nicht. Dann herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.